So, was war jetzt noch hier? Jetzt war doch noch irgendwas. Kann ich darin mit offenem Dach eine Küstenstraße entlang rasen und dabei Synthwave hören? Testlieferung. Kennst du, was du sagst? Ich kenne da wen, der seine Sammlung von Autos aus alten Arcade-Spielen vervollständigen will. Und das fehlt als letztes noch. Siehst du, das schreibt sich wie von allein. Ja, sowas in der Art. Der Leben auf der Überholspur ist vorbei. Ziel gefasst, Zentrale. Ja, jetzt können wir nochmal warten, bis sie anruft, okay? Da. Wieso, hast du mehrere? Wow, 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 ach, das war doch nur so dahingeredet. Hast du Zeit, deinen Testarossa aufzugabeln? Weiß nicht. Kann ich darin... Testarossa, Junge! ...straße entlangrasen und dabei Synthwave hören? Jetzt, wo du's sagst. Synthwave bin ich dabei. Warte mal, habe ich das hier nicht noch irgendwo? ...spielen vervollständigen will. Und das fehlt als letztes noch. Siehst du, das schreibt bisschen sich wie von bisschen Synthwave-Musik, ja, habe ich doch auch hier irgendwo. Sowas in der Art. Oh. Ey, Real Talk, ne? So. Ruf an! Wie geht's meinem besten Monster? Wieso, hast du mehrere? Wow, wow, wow! Ach, das war doch nur so dahingeredet. Hast du Zeit, deinen Testarossa aufzugabeln? Ja, bitte. Kann ich darin mit offenem Dach eine Küstenstraße entlangrasen und dabei Synthwave hören? Mit offenem Jetzt, Dach? Du sagst, Cabrio? Ich kenne da wen, der seine Sammlung von Autos aus alten Arcade-Spielen vervollständigen will. Und das fehlt als letztes noch. Siehst du, das schreibt sich wie von allein. Ja, sowas in der Art. Das nehmen wir an. Wir gönnen uns einen Testarossa. Wir kriegen noch 15.000, Digga. Junge, da sind Rennen, Takeover-Rennen, wo du 2.000 für bekommst. Junge. Das sieht man, das erhöht sich immer. Das ist immer mehr. Das war noch nie 15.000. Das ist jetzt immer so ein bisschen mehr, ne? Aber die Rennen hier teilweise... Also, die verarschen dich auch wirklich, ey. Zack, zack. Testarossa holen wir uns ab. Sterben nochmal vorher kurz. Aber dann holen wir den ab. Ach komm, ich fahr jetzt hier querbeet, Junge. Allradantrieb, wofür haben wir denn sowas? Haben die umsonst hier eingebaut, ey. Querbeet, Junge. Ist ja auch schade. Ne, die haben extra so viel Wiese und Landschaften hier hingemacht. Das musst du halt auch irgendwann mal nutzen, ne? Kannst ja nicht immer nur auf der Straße fahren, ne? Musst dir auch mal irgendwann die Landschaften hier gönnen. Komm ich jetzt da noch hoch? Nee. Okay. Digga, das sah gerade gar nicht so weit weg aus. Jetzt ist das irgendwie wie gefühlt am Arsch der Welt. Einfach geradeaus. Wie schafft man das, Alter? Keine Ahnung. Achso. Testarossa Coupé. Ja, wie soll ich denn das Dach da aufmachen? So, warte mal. Jetzt wollen wir die Musik hier noch. Wie kann ich das? Kann man bei Windows irgendwie mehrere Lieder hintereinander abspielen? Ich habe das noch nie gemacht. Kann ich die alle markieren und irgendwie abspielen? Keine Ahnung. Probieren wir mal. Beste. Oh, da passt halt auch so ein Wagen hier. Synthi Wave Retro Mopeds. Abfahrt. Wo muss ich überhaupt hin, Alter? Keine Ahnung. Wo ist das Ziel? Wo sind wir überhaupt? Ich sehe mich nicht da oben, okay. Fahren wir einfach auf den Highway gleich. Komme ich denn auf die Autobahn? Gar nicht.
voll den Schaden, der Typ, ey. Oh, Straßensperre. Warte mal, ich muss einmal rüber hier. Danke, tschüss. Oh ne, ein Aufzug hier, okay. Ich hab gleich kein Leben mehr. Ja, du musst erst mal entkommen. Los, entkomm jetzt! Da kommt schon wieder ein Bulle, ich kann ihn mehr. Rechts! Jetzt wieder runter. Eine Tanke wäre noch gut, Leute. Nein, da kommt schon wieder einer. Hau ab. Ja, wie schnell sieht er mich denn? Wahrscheinlich. Danke, danke, danke. Sauber. Ehrentankstelle. Boah, die ist aber groß hier. Oha. Abfahrt, da kommt ein Bulle. Hier? Nee? Nee, okay, andersrum. War ja, hätte ja klappen können. So, einmal schön hier. Zack. Gar kein Problem, ist halber Geländewagen. Passt. Und so holt man sich easy 15.000 unbeschädigt, Junge. Zack, zack. Tankstelle war perfekt platziert. Toll. Der Kunde meinte, das Auto sieht mehr oder minder perfekt aus. Es ist nicht einfach, ein Auto in perfektem Zustand zu besorgen. Sowas ist immer gefährlich und kann schiefgehen. Wir lieben halt die Gefahr. Wir? Na, ich esse gleich Sushi von vor 5 Tagen. Also definitiv wir. Ganz ehrlich, es macht mich krank, dass so ein Auto irgendwo in einer Garage verstauben wird. Wir besorgen die Teile bloß. Geht uns nichts an, was die Kunden damit machen. Besorgen. Klauen, ja. Was? Das Einzige, was hier besorgt wird, sind ein Haufen absurd klingender Geschichten. Hey, wo ist mein Heat hin? Das tat weh, Speedy. Tut mir leid. Quatsch. Ich höre dir schon eine Weile nicht mehr zu. Okay. Ja, da kann ich ja jetzt pinkeln gehen. Aber nice Karre, Junge. Nice Karre. Yeah.